Noch eine besondere Ausführungsvariante sind wirkliche schwingende Oscillatory, also Oscillatory Isometrics. Sind dadurch gekennzeichnet, dass in einer bestimmten Position die Stange gehalten wird. Und dann baut ihr hier in der Position Spannung auf, lässt die komplette Spannung weg, reinitiiert die wieder und landet wieder in der Position. Also dadurch wird auch ein Reflex trainiert und auch der Körper trainiert, Muskeln zu entspannen und auch wieder Muskeln anzuspannen, was wieder für den Athleten sehr, sehr wichtig ist. Also das ist wirklich eine der am wenigsten geschätzten Methoden, weil wir auch denken, was ist das für ein Geschmarri, aber das bringt es wirklich. Also Fabi demonstriert es mal, er hält es ungefähr in so einer Halbposition, baut Spannung auf, lässt los und ist wieder da. Jawohl. Genau, der Fabi macht das auch schon richtig gut. Das ist so, man lässt los, reinitiiert die Spannung wieder und ist dann so, als würde das Gewicht wie von Geisterhand in die Ursprungsposition zurückgehen, ohne dass man wirklich sich darauf konzentriert, dass man das Gewicht nach oben drückt. Das liegt eben daran, durch die Anspannung, und dann lässt man es los und reinitiiert es wieder, wird auch durch den bisschen Schwung, das alles in den elastischen Elementen gespeichert und dann kommen wir wieder zurück in die Ausgangsposition.